Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute schauen wir uns ein Video an von Torben Platzer. Das habe ich von einem Milliardär gelernt. Ui, kein Millionär. Okay, Milliardär. Ui, das Wort, ich finde dieses Wort schon geil. Ich werde niemals Milliardär, glaube ich. Vielleicht. Ah, nein. Man soll auch realistisch sein. Aber es ist cool. Was bringt ein Milliardär jemand bei? Das Video hat echt 59.000 Aufrufe. Wenn du im Endeffekt im Leben erfolgreich werden willst oder dir unternehmerisch was aufbaust, dann gehst du eigentlich durch drei Stages. Und das finde ich sehr spannend. Stage Nummer eins ist, du hast nichts. Okay, das ist zum Beispiel bei mir gewesen mit 27. Das war bei mir mit, was ist das, mit Mitte 30, Anfang 30, Mitte 30 oder so, eigentlich das ganze Leben lang. Ich war ja Flaschensammler in Berlin. Oh, ja, so ist das. Hey Selfmates, was geht ab? Ich war gerade im Fitnessstudio, Essen ist bestellt, ich bin verkabelt, habe mich gepudert, bin bereit für dieses Video. Ich möchte mit euch darüber... Boah, ich muss mich auch mal pudern. Oh. Besprechen, was ich im Gespräch mit einem Milliardär, nämlich mit Saigin Yalcin, gelernt habe. Unter anderem jeden zweiten Tag zu schwitzen, ins Fitnessstudio zu gehen, ist auch als Ist das der aus Bremen, der diesen Autohandel hat in Dubai oder sowas, der auch einen Privatjet hat und sowas? Ist das der? Ich weiß es nicht. Unternehmer, egal was du machst, extrem wichtig. An dieser Stelle, bevor wir jetzt reingehen, ich ziehe mir noch den Pulli kurz an. Herzlichen Glückwunsch an den Selfmade of the Day. Wenn du auch mal Selfmade of the Day werden willst, ja, gleichzeitig schaut euch das Ganze auch bei Instagram, schau auch noch vorbei, like ein paar Bilder durch, kommentier, also bekommst ein bisschen Reach sozusagen dadurch, dann musst du mir nur ehrliches Feedback unter dieses Video schreiben, mach davon einen Screenshot, abonniere mich auf YouTube, schick mir den Screen bei Instagram, folg mir bei Instagram und dann kannst du im nächsten Video Selfmade. Boah, da war jetzt echt viel dabei, alter Schwede. Selfmade of the Day sein. So viel zum Thema ein Call to Action. Hey Leute, willst du mehr Videos von mir haben? Abonnier meinen YouTube-Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Kommen wir jetzt zu den Learnings mit dem Meeting. Ja, das heißt, erstmal dieses Meeting gescheduled hat ein sehr, sehr guter Freund. Ich habe Saigin schon kennengelernt auf der Entrepreneur University. Der hat uns so ein bisschen connected. Und als wir dann okay, wusste ich gar nicht, dass er dort war. Also dann letztes Jahr. Oder so. Ich war auch schon mal dort, hatte sogar ein VIP-Ticket. Aber ich war nur einen Tag da von den zwei Tagen, nur den Sonntag, weil ich dann ganz kurz aus London gejettet kam. Aber eigentlich kam ich aus San Francisco und davor war ich in L.A. Und dann Wiesbaden oder so war das. Ja. Und dann habe ich nur den Sonntag geschafft. Aber ja, ich war davor und das war ein cooles Event. In Dubai waren, haben wir uns wirklich mal einen Abend zusammengesetzt. 4 Stunden, die wirklich extrem value-reich sind. Und ich kann an dieser Stelle für alle, die Saigin Yalcin vielleicht gar nicht kennen, vielleicht nur ganz kurz, er ist Milliardär geworden, hat 2 Exits gemacht bei sehr, sehr großen Firmen, hat unter anderem die Firma sellanycar.com und ich glaube auch... Ah, okay, dann ist das der aus Bremen, oder? Auch hier bei YouTube fast 1 Million Follower, hat unter anderem auch schon mit InScope 21 Videos gemacht und so weiter. Also es ist wirklich jemand, der seit mehreren Jahren unternehmerisch tätig ist. Und ursprünglich kommt er aus Bremen, was halt ganz witzig war, weil ich komme aus Delmenhorst. Bremen, Delmenhorst sind so ungefähr 10 Kilometer. Und es sind eigentlich so 4 Dinge, die ich wirklich mitgenommen habe, ja, aus diesem Gespräch oder 4 Dinge, die ich einfach in diesem Video versuche mal für euch runterzubrechen und wo ich einfach nochmal so einen kleinen Aha-Moment hatte. Das erste ist wirklich die Thematik mit dem Fitness und ich habe ungefähr vor einem halben Jahr damit angefangen, auch auf meinen Kanälen immer wieder so zu schreiben, hey, jeden zweiten Tag schaffe ich, ja, schafft jeder und das ist so richtig so ein kleines... Ja, ich bin auch wieder dabei, ach Mann, ich... Dadurch, dass ich reise, ist das so, ich mag eigentlich Fitnessstudios und so. Wenn ich in New York bin, habe ich dort mein Stammfitnessstudio, gehe jeden Tag morgens um 6 Uhr. Durch die Zeitverschiebung passt das super. Und wenn ich in L.A. bin, teilweise im Gold's Gym mit Arnold Schwarzenegger. Und dann bin ich zum Beispiel in Las Vegas oder in Phoenix, Arizona und dann gibt es da kein Fitnessstudio in der Nähe. Und beziehungsweise ich bin nur 3 Tage da, da lohnt sich dann auch nicht, irgendwo hinzufahren oder so. Und selbst in Las Vegas ist ein Hotel, da stand echt Spa dran und so, aber dann hatten die doch kein Fitnessstudio oder so. Oder in Phoenix, Arizona war es auch so. Dann hatten die nur einen Pool oder so.
Und dann bist du auf einmal schon wieder eine Woche draußen, weil du dann erst in Las Vegas bist und dann in Phoenix, Arizona. Und das ist dann immer so ein bisschen. Vielleicht kennst du dieses Problem. Ne? Gott sei Dank ist hier McFit. Wenn du so eine McFit-Karte hast, in Barcelona gibt es McFit, in Venedig gibt es McFit, also nicht in Venedig, in Maastricht. Und du von Maastricht Mitte Bahnhof fährst du einfach mit der Straßenbahn hin und so. Das ist sehr cool. Hast du diese eine Karte, gehst da hin, voll die Werbung jetzt hier. Aber ja, ist cool. In Barcelona gibt es sogar mehrere Fitnessstudio und das eine, wo ich dann immer bin, ja, das ist dann cool. Aber so, da ich viel reise, ist da immer mal wieder so ein bisschen Leerlauf. Oder auch in London oder so war ich jetzt auch noch nie im Fitnessstudio oder so, obwohl ich da auch schon länger war. Aber Movement draus geworden. Also immer, wenn ich das in meine Story poste, ich versuche wirklich jeden zweiten Tag ins Gym zu gehen, davon auch ein Bild zu machen, einfach dieses Pick or didn't happen. Ja, du warst im Gym, okay, dann mach ein Bild davon. Und poste das in meiner Story und dann schreiben mir bestimmt so 50 bis 70 Leute jedes Mal, schafft jeder und viele posten auch ihre Bilder. Also einfach so eine zusätzliche Motivation. Und Zeigin hat mir genau das gleiche erzählt. Er sagt so, hey, ich habe es am Anfang voll vernachlässigt, als ich in die Selbstständigkeit bin. Ja, ich bin irgendwie nie zum Sport gegangen, war nicht mehr fit, auch unkreativ geworden und so weiter. Also Sport, ich glaube, ich muss nicht drüber reden, ja, hat so viele gute Benefits. Und dementsprechend habe ich selber damit angefangen, versuche jeden zweiten Tag ins Gym zu gehen. Die zweite Sache, die ich mitgenommen habe, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend, ist, dass wenn du im Endeffekt im Leben erfolgreich werden willst oder dir unternehmerisch was aufbaust, dann gehst du eigentlich durch drei Stages. Und das finde ich sehr spannend. Stage Nummer eins ist, du hast nichts. Okay, das ist zum Beispiel bei mir gewesen mit 27. Ja, ich war fertig mit meinem Studium, ich hatte nicht wirklich Cash beiseite oder so, aber ich hatte einfach nichts, nur die Entscheidung getroffen, das ist auch schon viel wert, hey, ich will mich selbstständig machen. In Stage 1 hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust auf Leute, die etwas haben, ja, also ich sage jetzt mal etwas haben, die einfach schon Geld verdienen oder gutes Geld verdienen, die vielleicht so ein bisschen das Dream Life haben und so weiter. Du schaust die an und bei dir entsteht Neid. Okay, das heißt beispielsweise jemand fährt eine fette Karre, vielleicht jemand auch den du kennst oder ja, jemand prahlt mit Geld oder Markenklamotten oder was auch immer. Bei dir entsteht Neid. Neid wird irgendwann zu Missgunst, das heißt aus dem finde ich blöd, dass der das hat, ja, gönne ich dem nicht, ja, wird jetzt Missgunst Richtung, und dann sucht man oftmals ja, Rechtfertigungen oder Gründe so nach dem Motto, hey, der ist nur reich, weil er hat Glück gehabt. Er hat reiche Eltern, er hat noch eine hübsche Freundin und so weiter. Da habe ich so Missgunst, also ich gönne ihm das nicht, er soll das nicht haben, weil eigentlich bin ich doch viel besser. Eigentlich habe ich es doch zum Beispiel viel eher verdient oder so. Und aus dieser Missgunst... Ich habe überhaupt keine Missgunst gegen irgendjemand. Das ist sehr lustig. Und wenn ich, also mich hat das so motiviert, ich war ja Flaschensammler in Berlin. 1. Mai 2016 bin ich dann Richtung Cannes. Hab kein WG-Zimmer gefunden in Berlin und so, war obdachlos rein, theoretisch in Cannes. Habe ich auch nur ein 400 € Zimmer gehabt. Aber diese Motivation, die tollen Autos und sonst was alles, ich war nie missgünstig und so für irgendjemand. Dass er irgendwas hat, ich habe mich eher motivieren lassen. Wird irgendwann Hass. Ja, das heißt, du guckst jemanden an und sagst, boah, ich hasse reiche Menschen oder ich hasse es, dass er dieses Dreamlife hat oder ich nicht. So, du musst dir jetzt vorstellen, das ist wie so ein Krebsgeschwür. Ja, das heißt, wenn du es nicht besiegst, solange es klein ist, dieser Neid, dann wird er immer größer und irgendwann kannst du ihn nicht mehr aufhalten. Das Problem daran ist für dich selber, du kommst nie ins Tun. Weil wenn du immer damit beschäftigt bist, zu gucken, ja, was neben dir so passiert, ja, was die anderen Leute so machen, wie die erfolgreich werden und dich das richtig ärgert, dann steckst du mehr Zeit und Energie in Hass, anstatt in deine eigene Aktivität, um mal voranzukommen. Ja, das ist Hass ist echt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich freue mich einfach für Leute. Ich weiß nicht, was das für Opfer sind, die ein schönes Auto zerkratzen oder so, weil das schön ist oder so. So eklige Menschen. Das ist so. Es sind ganz eklige Menschen, finde ich. Okay. Stage 1. Die andere Möglichkeit ist, dich spornt das Ganze an. Das heißt, du hast direkt am Anfang, wenn du dir was Eigenes aufbaust, eigentlich die Entscheidung. Bin ich neidisch? Dann gehst du automatisch den Weg des Verlierers. Du wirst nichts aufbauen, weil... Wenn dich das nicht motiviert, dass andere mehr haben, dann wirst du es nicht schaffen, in Aktion zu kommen. Du wirst deine Energie in Hass setzen. Das sind dann Hate-Kommentare, das ist dann hinter dem Rücken der Leute schlecht reden und so weiter. So, oder du sagst, mich motiviert das. Ja, schau mal, der hat es geschafft, dann kann ich das erst recht.
So, ich gehörte, ich will ehrlich zu dir sein, als ich 27 war, tendenziell zu der Neidfraktion. Ja, das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich es machen soll. Ich habe nur gesehen, andere haben mehr und das hat mir nicht gefallen. Ich habe ein Jahr lang lernen müssen und ich habe auch nichts gebacken bekommen, bis ich gemerkt habe, hey, weißt du was, diese negative Energie, dieses ich treffe mich mit einem Kumpel, ja, guck mal, aber er hat nur weil, also ich suche Gründe, warum andere erfolgreich, ich nicht, das bringt mich nicht weiter. Ja? Also habe ich bei mir einen Switch gemacht und hab sozusagen mich eher inspirieren lassen. Mich hat das dann eher motiviert. Ich bin ja auch jemand, der sehr auf Challenges steht. Ich liebe Herausforderungen. Wenn jemand zu mir sagt, schaffst du nicht, dann fängt es bei mir an zu arbeiten erst. Dann überlege ich so, oh, jetzt erst recht. Du kannst ja an dieser Stelle mal abstimmen. Was bist du so für ein Typ? Ja, bist du auch so ein Typ, den das extrem anspornt, ja, irgendwie so Challenges zu haben, wenn Leute sagen, hey, du schaffst das nicht, du packst es nicht, 5 Kilo abzunehmen, dir was Eigenes aufzubauen und so weiter. Es zieht einen erstmal so ein bisschen runter, ne? So ein bisschen. Mich challenge das extrem. Kommt vielleicht auch von meiner Gamerzeit. Das ist Stage 1. Stage 2 ist, du bist jetzt jemand, der sozusagen schon ein bisschen Geld verdient und entweder holst du dir jetzt eine dicke Uhr, du holst jetzt Klamotten, Auto, Wohnung und so weiter. Also du brauchst so ein bisschen diese Endorphine, ja, Glücksgefühle, du brauchst so ein bisschen dieses, ich will es jetzt auch zeigen. Ja, du maskierst dich damit natürlich auch in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wenn du jetzt mit einer Rolli, mit geilen Klamotten und so weiter, einem coolen Anzug, einem fetten Auto zu einem Kunden fährst oder zu anderen Leuten fährst, du hast ein gewisses Standing sozusagen. Ja? Und Stage 2 ist Fluch und Segen. Weil ich glaube, und das war auch so im Gespräch mit Zeigen, ich glaube, du musst es bis zu einem gewissen oder bis zu einem gewissen Status, bis zu einem gewissen Level musst du es machen. Ja, weil es dir einfach auch erleichtert, einen Job zu kriegen, Kunden zu gewinnen und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt immer in Lumpen rumläufst, ja, und du bist aber in einem Business, wo seriöse Kunden oder wie man das jetzt auch immer betiteln will, deine Target Group ist sozusagen, dann wirst du die nicht erreichen. Ja, also es kann Sinn machen, und das sag ich, ja, der immer Oversize trägt und so weiter, ich komme gleich dazu, sich zu maskieren. Sich einen Anzug anzuziehen, sich vielleicht auch mal eine kleine Uhr zu kaufen oder so, die Sinn macht. Also diese Maskierung kann Sinn machen. Das Problem ist, Fluch und Segen, Fluch ist, viele bleiben drauf hängen. Ja, das heißt, die verdienen jetzt 5.000 Euro und denen reicht es nicht, von H&M auf Zara zu gehen oder einfach mal bei Zara ein cooles Jackett zu kaufen. Nein, die brauchen jetzt die ganz dicken Anzüge, die ganz dicke Uhr, die dicke Karre. Und die ganz dicke Uhr, die Rolex Ice Out, yeah. Das ist... Boah, in echt ist es so am Glänzen. Also in echt meine ich jetzt draußen bei Licht und so. Video ist so, boah, ich weiß nicht. Das kriegt das Licht einfach nicht hin oder die Kamera. Schade eigentlich. Also wenn du mich mal in echt siehst, in live und ich bin irgendwo auf einem Event und ich habe auch die Ohren, Ehren, ja, dann wirst du sehen, es ist echt ein tolles Teil. Und so weiter. Und die kriegen auch nicht genug. Wenn aus dem Scheck aus 5.000 10.000 werden, dann muss direkt neues Auto, neue Klamotten, neue Uhr. Wenn 20.000 draus werden, neue Uhr, neue Klamotten und so weiter. Das heißt, das ist so eine Endlosspirale, eigentlich so ein Teufelskreis. Ja, weil du kommst nie da raus, wenn du sozusagen immer nur dein Geld in beispielsweise materialistische Sachen packst. Der dritte Punkt ist, wenn du dann sozusagen noch weiter gehst, ja, dann ist das irgendwann nicht mehr relevant. So, das war beispielsweise die Stage, wo Saigin jetzt ist. Aber man hat es richtig gemerkt. Ich bin zu diesem Treffen gegangen, ich habe mir vorher genau überlegt, ja, ich bin in Stage 2. Ich habe mir vorher genau überlegt, okay, was ziehe ich an? Ich will fresh aussehen, ich will mich jetzt aber auch nicht verkleiden. Ja, das heißt, ich will jetzt nicht irgendwie ein Hemd tragen oder so, das bin nicht ich. Ich ziehe einfach meine coole Klamotten an. Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ein Off-White-Shirt oder sowas an. Ich habe meine Uhr dran gehabt, ich habe ein bisschen Schmuck dran gehabt und so weiter. Ich treffe Saigin, er hat nichts. Er trägt Basic. Könnt bei Instagram mal vorbeigucken, wir haben auch zusammen ein Bild gemacht. Er trägt einfach Basic und sagt zu mir, ja, ich habe meine Uhr abgegeben, ich habe mein Auto abgegeben und so weiter. Und ich sage, ja, okay, warum? Er sagt, guck mal, und dann erzählt er mir diese Geschichte mit den Stages. Ich bin in Stage 3. Stage 3 ist, dir ist das völlig egal. Ja, ihr kennt sicherlich dieses Bild von... Das ist, viele Sachen sind mir auch egal. Also, während ich kaufe etwas für mich. Das heißt, diese Rolex Ice Out Uhr habe ich für mich gekauft, weil ich die richtig nice finde und so. Aber das T-Shirt ist einfach basic und es ist einfach Food of Loon oder so. Das günstigste, was es gibt, aber von der Qualität, das ist immer noch so cool, dass ich sage, okay, hey, kann ich ein paar Mal waschen und dann weg damit.
weil ich natürlich auch oft auf Reisen bin, oft in so Waschsalons wasche oder so oder irgendwo so Airbnb-Unterkünfte oder so, wo ich dann halt meistens nicht ein Zimmer habe, sondern ein ganzes Apartment, aber trotzdem, man weiß nie, wie die Waschmaschine ist und der Trockner und so. Und ich würde mich ein Loch im Arsch ärgern, wenn ich dann halt teure Sachen habe. Und ja, ich habe sogar ein paar teure Sachen. Ich habe eine tolle Jacke von Calvin Klein. Also für mich ist die toll. Jeder andere wird sagen, hö. Aber das Ding hat $60 gekostet in New York, nagelneu natürlich. Und dann war es das. Oder Black Friday in San Francisco habe ich letztes Mal auch zugeschlagen oder so. Aber Basics. Ich brauche da nicht irgendwie so ein 800-Euro-Pullover oder so. Es sei denn, der gefällt mir. Und ich sage, boah, das Ding will ich haben. Aber im Großen und Ganzen haue ich den irgendwo auf Reisen in einen Wäschetrockner rein und fertig ist das. Mark Zuckerberg und Bill Gates stehen beide irgendwie in einem Raum und dann steht da meistens als Unterüberschrift: Schaut mal, kein Gucci-Gürtel, keine Markenklamotten und so weiter. Die sehen einfach komplett random aus. Warum? Weil es denen egal ist. Sie sind drüber sozusagen. Die sind aus dieser Phase, wo man buhlen und kämpfen muss. Und wie gesagt, diese Phase kann Sinn machen, sind einfach raus. Ja, plus Simon sagt ganz ehrlich: Ich bin sogar froh, wenn jemand nicht weiß, dass ich viel Kohle hat. Ja, das ist Stage Nummer 3. Das dritte Learning ist, dass als Unternehmer, wenn du sozusagen durch diese Stages durchgehst, deine Probleme nie weniger werden. Ja, Saigon hat mir Geschichten erzählt, ich will jetzt nur mal ein, zwei Beispiele nennen, ich will jetzt auch nicht komplett hier alles erzählen, was wir besprochen haben, aber beispielsweise ist mal ein Mitarbeiter neben ihm kollabiert und gestorben. Ja, das ist so eine Sache, wo du dir jetzt vielleicht gerade denkst, hey, ganz ehrlich, das muss doch life-changing sein, ja, im Negativen. Das heißt, wenn du sowas erlebt hast, hast du ein komplettes Traumata davon. Aber er sagt, hey, weißt du was? Das ist nicht mal das Schlimmste gewesen, was mir passiert ist. Ja, und er erzählt mir noch von vielen anderen Geschichten. Ja, unter anderem, was natürlich weniger schlimm ist, aber wie ihn ein Geschäftspartner, also wirklich ein sehr, sehr enger Geschäftspartner, um 250.000 Euro betrogen hat, einfach weg war. Ja, erzählt mir von Problemen, wie er für einen großen Deal mit Saudi-Arabien über ein Jahr gebraucht hat, täglich Faxe geschrieben hat, täglich Mails und so weiter, immer wieder dran gearbeitet hat. Und wie er mir so davon erzählt, bemerke ich so, hey, er ist genauso Problemlöser wie ich, nur ich bin es im Kleinen. Ja, und vorher, wenn du sozusagen, ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, wenn du kein Geld hast, ist Geld ein Problem. Wenn Geld nicht mehr das Problem ist, dann kommen auf einmal neue Probleme. Dann überlegst du dir, hey, bin ich mit den richtigen Leuten? Ist es überhaupt das Leben, was ich leben wollte? Ja, strebe ich sozusagen gerade den Lifestyle an, den ich immer haben will, etc. Ja, checkt an dieser Stelle einfach mal ein anderes Video dazu nochmal ab. Aber er bestätigt das. Er sagt, schau mal, Entrepreneur zu sein, heißt in erster Linie Probleme zu lösen. Du bist immer der Typ, ja, wenn alle so, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, du bist der, der sie lösen muss, weil sonst geht dein Unternehmen nicht weiter. Ja, also glaub bitte nicht, wenn du mehr Geld verdienst, mehr Macht, Einfluss bekommst und so weiter, dass die Probleme weg sind. Die Probleme wachsen, es sind einfach andere, sie sind tendenziell größer und für viele von uns, mich eingeschlossen, ich höre das so, ich habe einen Geschäftspartner, der betrügt dich um 250.000 Euro, eine Viertelmillion, ist über Nacht einfach weg. Ja, das ist für mich so ein Riesending und für ihn ist es Daily Business geworden. Ja, das muss man sich einfach ganz genau überlegen, wenn man diesen Weg geht. Ja, Heftig, heftig. dann ist es nicht so immer Happy Life und geiler Lifestyle, fette Haare, coole Mädels um einen herum. Nee, nee. Ja, das ist alles Beiwerk. Aber die Probleme, das ist der Main Fokus, wo er jeden Morgen aufsteht und sagt: Hey, heute musste ich erstmal gucken, wie ich das wieder beseitige. So, der letzte Punkt, und dafür habe ich mir auch dieses Buch hier hingelegt: Jeff Bezos. Ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr cooles Buch. Hier drin ist das unter anderem auch. Das habe ich neulich gelesen. Und das kam mir jetzt so in den Sinn, weil öfters auch mal Leute nach Buchtipps fragen. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und da drin ist ein Punkt von diesen 14 Prinzipien, die er auflistet: die Day-One-Mentality. Und du hast es bei Saigon richtig gemerkt, und das ist vielleicht auch so ein spirituelles Ding, aber wir sitzen dort und immer wenn er anfängt zu sprechen, ja, vielleicht ist es dir in meinen Videos auch mal aufgefallen, also ich liebe es, Videos zu machen, okay? Ich liebe es auch, hey. Und wenn ich spreche, dann hab ich so ein leichtes, ich sehe es selber bei mir, immer so ein Funkeln in den Augen. Und er hat es genauso, wenn er über sein Business spricht. Das heißt, wenn du dir wirklich was auf Mein Funkeln kommt von den Scheinwerfern. Und jetzt alles so völlig egal, ob es jetzt ein Unternehmen ist oder beispielsweise du willst der beste Klavierspieler werden oder was weiß ich.
Aber wenn du selber oder wenn Leute nicht merken, sozusagen, dass du dafür brennst, dass du die richtig entzündest, wenn du redest, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Weil erinner dich immer zurück an Day One, an den ersten Tag, als du etwas gestartet hast. Ja, erster Tag neue Beziehung, erster Tag Unternehmertum, Firma gegründet, ja, das erste Mal beim Notar, zack, GbR oder zack, UG, GmbH oder und so weiter. Der erste Tag ist immer was Besonderes. Ich hatte das damals sogar bei Computerspielen. Ja, wenn ein neues WoW-Add-on rauskam, wow, Day One, die Tore öffnen sich. Dieses Feeling, das musst du jeden Tag haben. Das heißt, Zeigen sagt, wenn er morgens aufsteht und egal, was für Probleme er lösen muss, er hat dieses Day One-Feeling von ich will. Habe ich auch irgendwie. Ich bin immer motiviert. Über den Tag verteilt, manchmal 2 Stunden nicht oder so, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich mich die letzten Jahre irgendwie 3 Tage hintereinander hängen lassen habe oder so. Ich war immer motiviert. Will das unbedingt. Dieses Kribbeln, diese Passion. Und das ist am Ende der Antrieb, der dich, wenn die emotionale Achterbahn kommt, ja, und du sozusagen unten bist, wieder nach oben zieht. Weil es ist alles leicht, wenn es gut läuft. Ja, wenn du coole Deals abschließt und eine neue Kooperation machst, du verdienst Geld und so weiter, dann ist immer alles easy, wenn es gut läuft. Okay? Aber was ist an den Tagen, wo es eben nicht so gut läuft? Und darauf kommt es wirklich an, dass du da einfach diese innere Motivation und diese innere Passion hast von egal, ich ziehe das Ding wieder nach oben. Diese Day-One-Mentality. Ja, ihr könnt mal das Buch von Jeff Bezos durchlesen. Das war etwas, ich habe es nicht nur gemerkt, wenn er drüber spricht, sondern er hat es auch angesprochen. Sagt so, hey, aber egal was, auch wenn der Deal ein Jahr dauert, ich stehe morgens auf und ich habe Bock drauf. Und ich wünsche jeden Einzelnen von euch hier auf meinem Kanal Living a Selfmade Life, dass ihr das auch für euch findet. Ja, wenn ich beispielsweise für TPA Media was mache, wenn ich Branding für Kunden mache, wenn ich diese Videos drehe oder so, habe ich immer diese Day-One-Mentality. Ja, und es ist egal, es ist... Ja, sehr cool, sehr cool. Es muss nicht immer ein Business sein. Wie gesagt, es kann ein Hobby sein, es kann ein Partner sein, es kann ein Freund sein. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall in eurem Leben, dass ihr oftmals diese Tag-1-Momente habt, wo ihr immer wieder merkt, okay, es ist geil, sich mit ihr zu treffen. Es ist geil, an dem Projekt zu arbeiten. Das waren an dieser Stelle mal meine Learnings mit einem tatsächlich echten Milliardär. Habe ich so auch noch nicht kennengelernt, ja, vor allen Dingen nicht im deutschsprachigen Raum. Jemand, der mal damals 10 Kilometer von mir geboren wurde. An dieser Stelle Grüße an... Wahnsinnsgeschichte, oder? Was sagt ihr dazu? Mein Name ist Michael Kotze, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab, abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich bin raus, ciao.